Hossa, hier kriechen Urviecher rum? Ich wusste nicht, dass sie irgendwas mit Varant zu tun haben. Ich dachte, die gibt's bloß da oben hier bei Okara ist das, glaube ich, ne? Oder Nemora? Ne, ich glaube Nemora ist das. Aber dass die hier auch sind? Das sieht ja fast so aus, als ob das Urvieh sich ja als Mutti von den dunklen Snappern aufspielt. So, locken wir erstmal die. Hier kommt mal. So. Können wir die erstmal bekämpfen und danach kümmern wir uns um die Mutti Urvieh. So, ist auch komisch, dass die sich gegenseitig nichts tun, ne? Ich meine, die müssten sich doch, eigentlich muss das Urvieh doch mal Hunger haben und sich dann auf die Snapper stürzen wollen. Ist doch eine schöne Fleischbeilage. So, ist zwar ein bisschen was für einen hohlen Zahn, aber gut. Man kann ja nicht immer hier irgendwie einen Elefanten essen oder so. Ganz abgesehen davon, dass es sowieso keine gibt in Varant. Ob die schon mal jemand gepostet hat in Varant? Ich glaube nicht. Ich glaube, Elefanten sind wirklich bei uns im Rollenspiel auch nie vorgekommen, oder? Von denen, die zum Rollenspiel gehören, von den Zuschauenden, wisst ihr, ob irgendwo mal ein Elefant gepostet wurde? Das würde mich mal interessieren. Sind ja mittlerweile doch ein paar, wie ich festgestellt habe. Wollte ich eigentlich gar nicht anfangs unbedingt. Weil, war mir irgendwie peinlich. Weil diejenigen ja dann wissen, wovon ich rede. Und wenn ich da dann Scheiße quatsche, dann ist das doof. Oh, ich muss mal kurz hier Pause machen. Bei mir hat's geklingelt. Ja. Bis gleich. So, weiter geht's. Okay. Alles abgefertigt hier. Mein Telefonat geklärt. Ihr habt's jetzt bestimmt gar nicht gesehen, den Schnitt. Weil der ja einfach im Pausebildschirm war. Von daher war das jetzt eine sehr kurze Unterbrechung. Egal. Wo rennt denn der schon wieder hin? Ich hasse das, wenn die so im Moonwalk immer abhauen dann. Wenn die sich verpissen hier. Sowas Nerviges. Gut, nehmen wir uns erstmal die hier drüben vor. Der kommt bestimmt schon wieder, wenn er dann hier die Schnauze voll hat vom Rückwärtslaufen. So. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt mal noch den Rest vor hier. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen raus, muss ich sagen, durch das Telefonat. Wegen dem Klingeln an der Tür gerade, weil ich mich hier gerade anderweitig beschäftigt habe. Egal. Ich komme schon wieder rein. So, zack. Wunderbar. Und natürlich wollen wir nicht vergessen, die Biester wieder auszunehmen. Das muss immer mal sein. Man weiß ja nie, wofür man das Leder mal gebrauchen kann. Oder Fleisch brauchen wir sowieso. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das mal zu braten. Wobei man in der Wüste genauso Lagerfeuer gebrauchen könnte. Wenn es nachts kalt wird, dann brauchst du die auch. Und in der Wüste wird es nachts sehr kalt. So. So, einmal für dich hier noch eins drauf. So. Der Hals ist etwas abgeknickt, würde ich sagen. Und du schwabbelst ganz schön eklig. Was haben die auch für komische Hände? Schaut euch das mal an. Ich mach mal hier so. Die haben ja bloß eine Klaue eigentlich. Aua, tut das nicht weh mit dem Kopf so ein bisschen? Das sieht ja... Naja. Gut. Ist nicht mein Problem, ich bin kein Snapper. Müssen die wissen, ob sie sich schön finden oder nicht. Du findest mich nicht schön. So, die hatten wir schon. Hatten wir den hier drüben denn? Ja, okay. Dann also Mutti Urviech. Ne? Hallo Mutti. Schön dich zu sehen. Guck mal Mutti, ich hab was für dich. Habe ich dir extra mitgebracht. Hier, ein paar Schläge. Nur für dich. So, kein Ding. Einer alleine ist ja wirklich kein Problem eigentlich soweit. Weil man dann durchweg hacken kann, draufhauen kann und dann... Hier. Simpel, okay. Vier Krallen, sehr schön. Die sehen aber auch biestig aus, oder? Ich finde, die Augen sind ein kleines bisschen zu weit oben und zu weit vorn angesetzt. Die müssen so ein kleines bisschen schräg nach links runter, finde ich. So sehen die irgendwie... ich weiß auch nicht. Der Mund sieht böse aus, die Augen nett. Das ist fast wie der Kapitän bei How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, ob jemand die Folge kennt. Vielleicht guckt das ja auch keiner von euch, keine Ahnung. Da gab es auch mal einen, der immer nette Augen hatte. Nein, er hatte mal einen netten lächelnden Mund und hatte aber bitterbös guckende Augen, die immer gesagt haben, ich bring dich um, so ungefähr. Deswegen war der Mann sehr gruselig.
Gut, haben wir das. Gehen weiter nach Westen. Hier gibt es ein paar Ruinen. Das könnte ja fast ein Hinweis darauf sein, dass hier irgendwas Interessantes zu finden ist. Aber man weiß es nicht so genau. Schauen wir mal. Oh, ein Lagerfeuer. Ich sehe ein Lagerfeuer. Unglaublich. Und ein Haufen Zeug. Snapper-Verwandlung, Wildschwein-Verwandlung mitten in der Wüste. Na klar. 200 Gold, auch schön. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt was, was wir direkt brauchen könnten. Aber man kann es ja mal mit einsacken. Okay. Ach, sag bloß. Bin ich jetzt echt... Okay, ich bin doch noch auf die gestoßen. Damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet, dass ich die tatsächlich noch finde. Ich war jetzt eigentlich wirklich bloß noch aus Doofheit unterwegs hier. So, einmal 17 mal... Ach, mehr haben wir nicht. Wir haben echt bloß 17 Fleischstücke. Aber hier in der Wüste, da ist echt Mangelware, das Fleisch. Kann das sein? Hast Na gut. Du nichts zu tun? Das hier, Freunde, ist die Sippe von Hurit. Willkommen, Wanderer. Trink einen Schluck Wasser mit uns. Ja, sehr gern. Was macht ihr hier? Wir haben gejagt und jetzt wollen wir zur Oase. Aber ein paar Assassinen haben sich dort breit gemacht. Ein paar Assassinen haben sich dort breit gemacht. Okay. Lass uns die Oase zusammen angreifen. Gut, wir können angreifen, sobald du bereit bist. Gern. Aber erstmal... Kannst du mir was beibringen? Wir teilen unser Wasser und wir teilen unser Wissen. Schön gesagt, mein Freund, schön gesagt. Ich mag euch. Ach, Nomaden sind so toll. Zeig mir deine Ware. Wir gucken erstmal hier. Können wir uns eigentlich... Nee, dürfte nicht. Wir brauchen ja auch 40 Rufpunkte bestimmt, ne? Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Okay, dann müssen wir noch ein paar Aufträge für die Nomaden machen. Aber das werden wir demnächst so mit abarbeiten. Bevor wir jetzt für Hurit die Aufgabe machen, ich ziehe mir mal die Orksöldnerrüstung an, weil ich jetzt zwischen denen wechseln werde gleich. Will ich erst nochmal zu den Assassinen rüber an die Oase. Hier ist es also mal andersrum, hier haben die Assassinen den Nomaden die Oase weggenommen. Das werden wir natürlich gleich ändern, aber erst gehen wir nochmal zu der Oase rüber und reden mal mit den Assassinen. Zu Hurits Sippe gehört übrigens noch ein weiteres Mitglied, das jetzt nicht anwesend ist, das wir aber zumindest schon gesehen haben, wenn auch nicht mit ihm gesprochen. Und das ist Vatras. Vatras gehört zu Hurits Sippe und ist ja aber leider in Gefangenschaft, deswegen sieht es momentan ein bisschen ungünstig für ihn aus. So, wo haben wir denn hier? Hier ist Sugut. Na, Reisender, bist du auf der Flucht? Wieso Flucht? Undote Nomaden, es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal, trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Moment, Sugut, war das nicht... Ja, das ist der Kerl mit den Erzrohlingen, genau. Du hast die Erzrohlinge gestohlen. Kluges Kerlchen. Nun, was willst du jetzt machen? Sag mir, was du mit den Rohlingen gemacht hast. Die habe ich längst verkauft. Und jetzt verschwinde. Sonst muss ich dir wehtun. Wer ist dein Partner? Der hat sich längst abgesetzt. Er kennt alle Verstecke der Wüste und hat eine Menge Freunde in Morasul. Den findest du nie wieder. Morasul also. Na und? Das nützt dir gar nichts. Schreib es dir doch auf, wenn du willst. Er hat die Stadt sowieso längst verlassen. Und glaube ja nicht, dass du von mir seinen Namen erfährst. Sohn der Einfalt. Aber zumindest wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Wir haben die Spur wieder aufgenommen. So, ansonsten... Ach ja, okay. Was machst du hier? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Immerzu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurit. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Nein. Werde ich nicht und ich werde dieses Quest auch gar nicht erst annehmen, denn ich habe mich bereits entschieden, wem ich helfen werde. Natürlich den Nomaden. Natürlich. Okay, ich wollte aber nochmal mit Sugut reden. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Assassinen ja reden kann und von ihm das Quest kriegen kann, die Nomaden platt zu machen. Aber ich wusste nicht, dass das Sugut ist. Und also der Erzrohling-Dieb. Da ist es ja wirklich ganz gut, dass wir erst noch mit dem geredet haben, sonst hätten wir das gar nicht mitgekriegt, dass wir nach Morasul müssen dafür. Allerdings wären wir ja sowieso nach Morasul gegangen, von daher ist es letztlich Rille eigentlich. So, wo haben wir denn jetzt Hurit? Hurit? Hier. Hurit hier, Hurit da, Hurit tralala. Einmal speichern.
Gut, zu Hurid gibt es natürlich auch was zu erzählen. Natürlich hat auch Hurid eine Aufgabe, eine Prüfung für Mars bereit gehabt. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt, da zu Hurid auch Watras gehört und Watras immer Frieden gepredigt hat eigentlich, Frieden und Verantwortung, hatte ich mir gedacht, kann man das eigentlich nutzen und Mars eine Aufgabe geben, da man auch, wir schauen mal auf die Karte, es ist nicht weit bis nach Lago hier hoch, ne? Wir sind jetzt, kann ich auch mal meine Maus, ach ja. Also wir sind jetzt hier offenbar, wo der Pfeil ist. Und Lago ist ja gleich hier oben, ne? Ist ja nicht so weit. Deswegen hat Hurid zusammen mit Watras, die haben sich da glaube ich beraten, wenn ich mich recht entsinne, Mars die Aufgabe gegeben, Kontakt zu den Orks aufzunehmen. Das hatte einen bestimmten Grund. Und zwar haben die Nomaden in Aishadim Not gelitten. Darauf werde ich aber zu sprechen kommen, wenn wir nach Aishadim gehen. Also in der Zeit hatten die Nomaden Not gelitten in Aishadim und deswegen hatte es Not getan, dass man von irgendwoher ein bisschen was Nahrhaftes kriegt, irgendwas zu essen. Und deswegen hat auch Hurid dann letztendlich damit zugestimmt, Watras, mal die Orks in Lago anzuhauen und zu versuchen, mit denen eine Handelsbeziehung aufzubauen oder ein bisschen friedliche Gespräche zu ermöglichen zumindest. Natürlich hat Mars das geschafft, was sonst. Und im Rahmen dessen, dass er dahin ist und da mit denen geredet hat, ist er dann halt auch zusammen mit den Orks losgezogen, um den Königswaran platt zu machen. Dieses legendäre Varanvieh, das unglaublich groß ist, auf allen Vieren größer als anderthalb Männer oder so, keine Ahnung, näher als ein Mann wahrscheinlich. Und dann drei Mannslängen lang oder so. Also groß halt und mächtig. Und ich glaube, wir haben zusammen mit... Lass mich lügen, 6 oder 7 Orks und dann 3 Menschen waren es, glaube ich, wobei nicht jeder direkt ein Schreiberling war, haben wir, glaube ich, das Vieh platt gemacht am Ende. Und das gerade so, im Prinzip. So, aber genug gequatscht. Hurid, wir helfen dir. Greifen wir jetzt an. Auf geht's. Gerne, los geht's. Hurid ist übrigens... neben Shakyor auch ein Hüter der Wüste bei uns gewesen, also einer der 3 Großen sozusagen. Der 3. Große, den werden wir in Aishadim treffen, der war lange Zeit der oberste Nomade, bevor er im Streit aus Aishadim fort ist. Aber dazu komme ich in Aishadim. Oh, ich werde so viel in Aishadim zu reden haben, das ist unglaublich. Ich hoffe, mir fällt dann auch alles ein in dem Moment. Was? Ja, genau. So, los geht's. Wir machen euch fertig! Ich reiß dir den Kopf ab. Das hat ja super geklappt. So, ab geht er da, Peter. Zu gut! Du bist mein! Ich bring dich! Hey, wollte ich sagen. Au, ey, das war... Du Sack, das war meiner! Ach, und damit haben wir jetzt den Ruf in Bensala erhöht. Das ist ja geil. Nein, 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 nein. Ich will nicht den Nomaden angreifen. Nein, nein, nein. Das war nicht... Du... Nein. Ach, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt muss ich meine Nomadenfreunde hier umprügeln. Wehe, du wirst jetzt von einem Assassinen getötet. Aber dann... Dann werde ich böse, mein Freund. Wenn du jetzt dich von einem Assassinen tothauen lässt. Ist ja gut, Mensch. Bleib mal ruhig, Alter, ey. Ich kann's gechillt bleiben, ja? Ihr habt mir meinen Sugut-Tötungsdingens, meine Befriedigung Sugut umzubringen genommen. So. Hurid ist der Böse gewesen, der uns hier angegriffen hat. Das ist ja unglaublich. So, jetzt aber. Zack, drauf auf den Elite-Krieger. Wie, der war schon mal tot. Oder umgenietet zumindest. So, haben wir das? Geht noch einer auf mich los? Nee, gut. Das ist schön, dass sie es wieder vergessen haben. Dann können wir uns jetzt erstmal bedienen an denen hier. Habt ihr es dann irgendwie mal? So ein bisschen zumindest? Gut. Dann bedienen wir uns jetzt mal fröhlich an denen hier. Sacken natürlich auch die Pfeile ein, die der Mann hier schön in die Wand geballert hat. Und nee, hier ist uns nichts, okay. Ja, und dann können wir natürlich noch mit Hurid reden. Das ist schön, dass wir jetzt in Bensala unseren Ruf erhöht haben, dafür, dass wir Assassinen tot gemacht haben.
Also eigentlich komplett richtig entschieden. Wir wären richtig schön blöd gewesen, wenn wir Sugut geholfen hätten. Um deinen Kram. Sag mal, sei mal nicht so unfreundlich hier und gib mir mal den Pfeil, der hier auf dem Boden liegt. Pfeil! Ich will den Pfeil! Ach Mensch, leck mich doch. Dieses ungenaue Fokussystem hier, das ist schrecklich. So, was hat Sugut denn? Natürlich, er hat 2 Erzrohlinge, na geil. Er hat also nicht alle verkauft und wir werden in Morasul dann hoffentlich die restlichen noch finden. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das mit dem Quest war. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nicht wahr, Horid? Ach, wir können nichts mit ihm besprechen, nein. Okay, was haben wir denn? Lass mal, was geht denn mit euch los schon wieder? Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, was wir hier an Ruf haben bei den Nomaden. Wir haben immer noch 16. Wir haben nicht mal Ruf bei den Nomaden draufgekriegt dafür, dass wir Horid jetzt geholfen haben, die Oase zurückzuerobern. Das ist traurig.